Hallo Menschen, heute möchte ich Wovon wir träumten von Julie Otsuka rezensieren. Ich glaube, es heißt Julie, da sie in den USA geboren wurde, aber ihre Eltern aus Japan kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und noch eine Vorbemerkung, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade in oder auf dem Weg nach Schottland. Das heißt, falls ihr kommentiert, werde ich es bestimmt erst so in einer Woche beantworten. Jetzt aber zum Buch. Hier geht es um überwiegend sehr junge japanische Frauen, die, ich würde sagen so 1920, 1930 herum, auf einem Schiff in die USA gebracht werden zu japanischen Männern, die eben für sie bezahlt haben, glaube ich, oder zumindest die Überfahrt und die natürlich nicht mit den sehr, sehr schönen Männern auf den Fotos übereinstimmen, die sie ihnen geschickt haben und die auch nicht Leiter einer Bank oder dergleichen sind, sondern meistens selber sehr ärmliche Bauern oder Angestellte eben von amerikanischen Familien und die dementsprechend nicht wirklich das verkörpern, was sie halt vorgegaukelt haben. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass es in einer Wir-Perspektive erzählt wird. Das war damals auch der Fakt, den Buchgeschichten herausgestellt und erwähnt hat, der mein Interesse an dem Buch am meisten weckte. Die Frauen sprechen hier im Kollektiv. Es gibt immer mal wieder kursive Einschübe in Ich-Perspektive, die halt so eine einzelne Sache heraussprechen, aber meistens ist es halt immer, wir kamen in die USA, wir machten das und das. Und das sorgt halt dafür, dass man nicht nur irgendwie ein Beispiel, eine Geschichte hört, sondern eine so große Vielzahl an Möglichkeiten, die mir sehr gut gefallen haben, die ein großes, volles Bild des Ganzen ergeben. Und ich möchte ein Beispiel für diesen Schreibstil geben, als es gerade um Geburten geht. Das Kapitel heißt einfach Babys und es lautet: Wir gebaren unter Eichen im Sommer bei 45 Grad Hitze. Wir gebaren in Einzimmerhütten neben Holzöfen in den kältesten Nächten des Jahres. Wir gebaren auf windigen Inseln im Delta 6 Monate nach unserer Ankunft. Und die Babys waren winzig und durchsichtig und 3 Tage später starben sie. Wir gebaren 9 Monate nach unserer Ankunft perfekte Babys mit vollem schwarzen Haar. So geht es mehrere Seiten weiter und so fort. Und am Ende nochmal: Wir gebaren beinahe, doch das Baby hatte sich seitlich gedreht und alles, was herauskam, war ein Arm. Wir gebaren beinahe, doch der Kopf des Babys war zu groß und nach 3 Tagen Pressen blickten wir zu unserem Mann auf und sagten, bitte verzeih mir, und starben. Wir gebaren, doch das Baby war zu schwach zum Schreien, also ließen wir es über Nacht allein in einer Krippe beim Ofen. Wenn sie bis morgen früh durchhält, dann ist sie stark genug, um zu leben. Wir gebaren, doch das Baby war sowohl ein Junge als auch ein Mädchen und wir erstickten es rasch mit Tüchern. Wir gebaren, doch wir hatten keine Milch und nach einer Woche war das Baby tot. Wir gebaren, doch das Baby war bereits im Bauch gestorben und wir begruben es, nackt, neben einem Bach auf den Feldern. Aber seither sind wir so viele Male umgezogen, dass wir uns nicht mehr erinnern können, wo es liegt. So ähnlich sind die Kapitel immer aufgebaut. Und ich gebe zu, dass es auf manche Leser vielleicht eintönig wirken könnte. Für mich hat es aber einen ganz tollen... Entschuldigung, ich muss dusten. Für mich hat das aber einen ganz tollen eigenen Sog entwickelt. Ich finde, dadurch entsteht eine richtig dichte Atmosphäre. Ich fühlte mich ihnen allen sehr verbunden, obwohl ich mich überhaupt nicht mit ihnen identifizieren kann. Es sind ganz andere Leben als meines, aber ich fand es richtig, richtig gut. Ich kann es eigentlich von vorne bis hinten nur loben. Ich finde auch, das Cover sieht irgendwie so ein bisschen wie verträumte Frauenliteratur aus, aber das ist es wirklich nicht. Es ist überhaupt nicht kitschig, beziehungsweise vielleicht maximal so am Anfang auf den ersten Seiten, als sie selber noch voller Hoffnung waren und sie werden aber recht schnell ernüchtert. Es geht dann auch viel um Rassismus in den USA, vor allem nochmal extra nach Pearl Harbor, wie es da war, als sich alles nochmal komplett gedreht hat eigentlich. Und ich bin diesen Frauen, obwohl sie selten so als einzelne Persönlichkeiten auferstehen, sehr, sehr gerne gefolgt. Möglicherweise kann es an manchen Stellen auch etwas pathetisch wirken, einfach durch diese schiere Menge an Erlebnissen, die wiedergegeben werden. Also es lautet ja immer, wir erlebten das und das und das und das und dann passiert uns auch noch das und das und das wirkt einfach sehr, sehr groß, sehr viel. Natürlich sind die Erfahrungen meistens auch nicht sehr positiv, aber ich würde das gar nicht als Kritikpunkt nehmen, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel gelernt und ich fand es trotzdem poetisch formuliert, es war mitreißend, es war an Stellen auch sehr schön, sehr sanft, dann wieder furchtbar und die fiel mir insofern sehr, sehr gut. Auch eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, am Ende gibt es noch einmal einen Perspektivwechsel, den ich zugeben sehr, sehr interessant fand, aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn die Autorin den Ton bis zum Ende durchhält. Also einfach, weil ich die Atmosphäre auch so toll fand, wie sie eben schon da war. Ich finde, man hätte es nicht gebraucht, auch wenn es halt nochmal eine interessante Sicht ist. Aber das ist wirklich eine minimale Kritik. Im Großen und Ganzen fand ich es sehr, sehr toll, würde es euch empfehlen. Und ich war überrascht quasi von diesem Buch, was so ein bisschen nach etwas Kleinem zwischendurch aussieht, was es irgendwie einfach von der Länge her auch ist, aber inhaltlich ganz, ganz toll und von mir eine Empfehlung.
Ich weiß, dass einige es von euch gelesen haben. Andere haben es auf eurem Wunschzettel. Schreibt mir gerne etwas dazu. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, vor allem mit meiner Krankheitsstimme immer noch. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.